Ja, im Sommer haben der Gerrit, ein guter Freund von mir und ich zusammen seine Büchse mit einem neuen Zielfernrohr versehen. Dieses Zielfernrohr wurde frisch montiert und musste dementsprechend natürlich eingeschossen werden. Das haben wir auf dem 100-Meter-Stand gemacht und zwar mit einer gewissen Besonderheit. Wir haben nämlich seine höchst präzise Munition, die er auch so nutzen wird, mit einer nicht so präzisen bzw. mit einer sehr, sehr günstigen Munition eingeschossen. Und wie das geht, erfahrt ihr eben in diesem Video. Ich habe euch eine PDF erstellt mit gewissen Grundvoraussetzungen. Wann muss ich überhaupt eine Waffe neu einschießen? Wie schieße ich eine Waffe neu ein? Und ein kleines Spiel, das ihr mal machen könnt, um einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln. Wie funktioniert euer Zielfernrohr? Wie kann ich was einschießen? Ist wie gesagt in dieser PDF enthalten. Und in dieser PDF ist auch ein Tipp, wie ihr eine Waffe auf 100 Meter einschießen könnt, wenn ihr nur 50 Meter Stände zur Verfügung habt. Also, das geht tatsächlich auch. Und für alle Cracks unter euch, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, um was für eine Büchse handelt es sich in diesem Video und wo wird diese primär eingesetzt. Jetzt sind wir beim Einschießen und wir sind hier auf 100 Meter, auf dem 100 Meter Stand, haben hier einen Sandkugelfang und wir nehmen einfach hier diese normalen 100 Meter Scheiben vom DSB. Und zum Einschießen ist jetzt aber so, dass wir die rumdrehen auf die weiße Seite, weil es ist so, wenn wir von hinten durchs Zielfernrohr schauen, dann sehen wir auf dem schwarzen keinen Schuss. Das ist ganz schwer zu erkennen. Während wir auf dem weißen sofort sehen, wo wir hingeschossen haben. Und wir wollen ja jetzt keine Ringe schießen, kein Ergebnis schießen. Wir wollen einfach nur wissen, wo schießt die Büchse hin und wie müssen wir das Zielfernrohr verstellen, sodass wir letztendlich auf den Punkt kommen, vom Absehen, wo wir auch hin wollen. Ja, deswegen, Stolperfaller, nehmen wir jetzt die weiße Schießscheibe und machen jetzt als Markierung einfach so ein Schießpflaster, einen schwarzen Punkt hier in die Mitte. Ich mache dann immer noch, wenn ich weiß, wo die Büchse hinschießt, noch zwei weitere. Einfach aus dem Grund, wenn wir jetzt das erste Mal schießen, wird der Schuss hoffentlich auf der Scheibe sein, ist aber nicht gesagt, aber hoffentlich ist er irgendwo auf der Scheibe. Dann versuchen wir in die Mitte zu kommen. Da werden dann ganz viele Einschüsse überall sein, je nachdem, wie schnell wir dann hier in die Mitte kommen. Und dann ist dieser Aufkleber hier relativ schnell zerschossen. Das sind dann überall, ja, ich sag mal, Löcher und man weiß irgendwann nicht mehr, was war jetzt der Schuss. Und wenn ich weiß, ich bin hier in dem Radius, dann wechsle ich einfach auf einen von diesen und sehe dann durchs Zielfernrohr wieder meine Schüsse und muss nicht nach vorne laufen. Ich erspare mir einfach durch die zwei zusätzlichen Zielpunkte, einfach auf 100 Meter immer ein Vor- und Zurücklaufen. Da können schnell mal ein paar Kilometer am Abend zusammenkommen. So, jetzt wollen wir einschießen. Ich habe zwei Munitionssorten mitgenommen. Wir haben hier einmal die Hornady, ich sag mal preislich höher angesiedelte Patrone, sehr, sehr, sehr präzise, sehr akkurat. Und wir haben hier von PPU eine relativ günstige, also eigentlich die günstigste Patrone, die man derzeit kriegen kann. Also vom Aufbau her sind beide relativ gleich, wenn man das so sieht, sind beides Teilmantelgeschosse. Und es ist auch so, das weiß ich, aus der Büchse schießen die relativ gleich. Das heißt, bisher hatte ich eine Höhenstreuung von 1, 2, 3 Zentimeter, sowas in dem Dreh. Mehr ist es nicht. Und ich mache es in der Regel so, dass ich die hier auf dem Wettkampf verwende und diese hier im Training, gerade bei nahen Distanzen, laufenden Keiler beispielsweise, wo es jetzt beim laufenden Keiler nicht auf 2, 3 Zentimeter im Training ankommt, schieße ich die günstige Munition, im Wettkampf die teure Munition. Die Büchse schieße ich aber auf die teure Munition ein, sodass die ganz exakt auf diese eingeschossen ist. Jetzt geht es aber erstmal darum, zu schauen, neues Glas mit einer neuen Montage auf der Büchse. Ich weiß noch gar nicht, wo die hinschießt. Und wir fangen jetzt mal bei den Basics an. Wir schauen jetzt erstmal, wenn ich das Glas jetzt ausrichte. Wir haben vorhin gesehen auf den schwarzen Punkt in der Mitte und ich nehme den Verschluss raus. Das passiert hier so. Einfach hier die Verriegelung drücken. Und jetzt richte ich das Glas auf die Scheibe, auf den schwarzen Punkt in der Mitte aus
stabilisiere das und schaue jetzt durch den offenen Lauf, wo ich den Verschluss rausgenommen habe, einfach mal, wo bin ich da. Und ich sehe jetzt, ich bin grundsätzlich auf der Scheibe. Ich vermute, dass ich links unten irgendwo abkommen werde. Also ich kontrolliere jetzt einfach, wo zeigt das Absehen vom Glas hin, wo würde jetzt mein Lauf hinschießen. Dass das ballistisch natürlich so nicht passt, ist klar, aber ich will ja erstmal auf die Scheibe kommen. Das war die erste Kontrolle. Mache ich den Verschluss wieder rein. Ziehe meinen Gehörschutz auf. Das Glas habe ich jetzt auf die größte Vergrößerung eingestellt. 25-fach. Ich bin hier auf quasi Parallaxe-Ausgleich auf 100 Meter. Nehme jetzt die günstige Patrone. Mache einfach mal den ersten Schuss, um zu schauen, wo komme ich denn überhaupt ab. Ich sehe jetzt auch hier, die Waffe ist gefühlt gerade und wenn ich hier durchschaue, ist das Absehen, was wir vorhin eingestellt haben, auch exakt gerade auf der Scheibe. Das heißt, es sieht ganz danach aus, als hätten wir vorhin einen guten Job gemacht. So, und das war schon mal sehr gut. Wir sind auf der Scheibe. Wir sind auf der Scheibe und ich würde sagen, wir sind etwa ein bisschen mehr als eine Handbreit, wenn hier der schwarze Abkleber ist, sind wir etwa eine Handbreit ganz leicht links unten. Aber von der Höhe her vielleicht 3 cm. Jetzt mache ich noch einen zweiten Schuss, um einfach zu kontrollieren, war das jetzt Zufall? Oder liegt dort wirklich aktuell mein Absehen? Wunderbar. Der Schuss liegt neben dran. Ich habe jetzt relativ schnell geschossen. Mir ging es nur darum, ist er dort auch? Und an der Stelle jetzt müsste man normalerweise vorgehen, ausmessen, wie viel Zentimeter sind es vom seitlichen Versatz in die Mitte, wie viel hoch. Ich würde jetzt aber erstmal mich hintasten, dass wir in die Mitte hinkommen und das Messen später machen. Das geht deutlich schneller. Das heißt, jetzt verstellen wir mal die Höhe und wir verstellen die Seite. Schaue ich nochmal. Also hoch würde ich jetzt mal 3 Klick machen und 10 Klick nach rechts. So, jetzt sieht man hier, schön beschriftet, 1 Klick ist gleich 1 cm auf 100 Metern. Das heißt, ich hatte gesagt, ich will 3 Klick nach oben. Das heißt, ich gehe 3 cm auf 100 Meter nach oben. So, das heißt, hier geht es tief, hier geht es hoch. Das ist eigentlich ganz einfach. 1, 2, 3. Gleiches Spiel hier neben. 1 Klick. Links, rechts. Ich will nach rechts. 10 Klick. So. Mehr für den Moment erstmal nicht. Und jetzt machen wir wieder einen Schuss, um zu gucken, hat sich was verändert. Jetzt würde ich sagen, bin ich etwa, der Abkleber ist ungefähr so groß
Und ich würde sagen, ich bin jetzt ungefähr hier. Also eine weitere Abkleberbreite auf der linken Seite. Das heißt, ich muss jetzt noch weiter nach rechts. Die Höhe ist perfekt. Ich bin jetzt sogar hier leicht ein bisschen höher. Das heißt, ich gehe jetzt einfach noch mal 10 Klick haben wir gemacht. Noch mal 4 Klick nach rechts. So, 2 gingen auf einmal. 4 Klick nach rechts. Jetzt machen wir noch einen Schuss und schauen mal, wo wir jetzt liegen. Kontrollschuss. So. Jetzt sind wir ein bisschen zu weit rechts, das heißt, 4 Klick nach rechts gemacht. Jetzt würde ich einfach wieder 2 zurückgehen. Nach links. So. Und nochmal einen Kontrollschuss machen. Wenn das jetzt passt und wir sind einigermaßen auf dem Abkleber, steigen wir um auf die teure Munition. Wir wollen ja auf die teure, präzise Munition einschießen. Und die letzten Details machen wir dann mit der Munition. So, ich sehe jetzt meinen Schuss nicht, was ein sehr gutes Zeichen ist, weil das könnte heißen, dass ich direkt auf dem Abkleber bin, weiß es aber nicht. Ich mache immer 2 Schuss. Auch nicht. Was ehrlicherweise ein sehr gutes Zeichen wäre, ich es aber kaum glauben kann, deswegen gehen wir einfach mal vorne gucken. So, also so sieht es hier aus. Das waren die ersten beiden Schuss, beziehungsweise einer von den beiden war der erste. Von den Schmauchspuren her, weil der Lauf frisch war, würde ich sagen, das war der erste. Und da habe ich den Kontrollschuss gemacht, habe dann justiert, bin dann hier hingekommen. Das war dann, wo ich gesagt hatte, von der Höhe okay, bisschen zu weit rechts. Dann haben wir nach rechts verstellt, sind dann hier hingekommen mit dem Kontrollschuss. Dann habe ich gesagt, nochmal 2 Klick zurück. Und dann waren wir hier und das war der zweite. Also das war jetzt ein, ich sag mal, Schützenfehler, Abzugsfehler. Eventuell auch Munitionsungenauigkeit, ist egal. Wir wissen jetzt, wir sind hier oder hier, also irgendwo hier. Jetzt stellen wir auf die teure Munition um und schauen mal, wie wir da eine Schussgruppe hinkriegen. So, dann haben wir jetzt gesehen, dass wir einigermaßen dort sind. Jetzt nehmen wir die Hornady, wie gesagt, die teure, aber auch sehr präzise Munition. Kommt wahrscheinlich nicht an das Selbstgeladene ran, aber das, was man kaufen kann, ist die Hornady sehr, sehr, sehr gut. Und schauen jetzt mal, wo wir hier mit rauskommen. Wie gesagt, Ziel ist es, die Büchse, so wie sie hier ist, auf diese Munition einzuschießen, weil letztendlich im Wettkampf kommt es darauf dann an.
genau am schwarzen Abkleber. Kann es nicht sagen, ob wir den angekratzt haben, wenn das jetzt der Abkleber wäre, oder ob wir knapp nebendran sind. Angekratzt oder knapp nebendran. Wir machen jetzt 2 oder 3 Schuss, mal gucken, wo die liegen. Und verstellen dann ein letztes Mal. Und in der Regel war es das dann auch. Dann passt das Zielfernrohr. Bisschen höher. Machen wir noch einen dritten. Der Lauf wird jetzt warm. Jetzt flimmert das Bild. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ist nicht mehr so scharf und eindeutig wie beim ersten Schuss. Nach vorne gehen. So, also jetzt sind wir hier, das sind unsere 3 Schuss. Die sind jetzt in der Höhe leicht unterschiedlich. Die seitliche Streuung würde ich vernachlässigen. Das ist der seitliche Versatz ist quasi Loch in Loch, wenn die auf einer Höhe wären. Und das zeigt auch schon, ich habe jetzt bin sauber abgekommen und das ist das Schussbild. Das heißt, wenn es richtig eingestellt ist, dann verlasse ich sehr wahrscheinlich mit dieser Munition und dieser Einstellung diesen Aufkleber mit 19 mm auf 100 Meter nicht. Jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir hier unsere Linie, unsere gedachte. Und zum Einstellen nehmen wir immer die Mitte der Schussgruppe. So, die Mitte der Schussgruppe ist, jeder ein bisschen größer machen. Mitte der Schussgruppe ist ungefähr hier. Ungefähr hier. Das heißt, jetzt ist die Frage, ein Klick, also 1 Zentimeter oder 2. Ich würde sagen, weil die beiden beieinander sind und das der Ausreißer, würde ich jetzt eher mal ein Klick machen, 1 Zentimeter. 2 könnte schon zu viel sein. 1 Zentimeter in der Höhe. Und hier ist es so, das sind 2 Zentimeter, ja, auch wieder 1 oder 2. Hier würde ich jetzt mal 2 Zentimeter in der Seite machen. Ein Höhe, 2 in die Seite. Das ist jetzt auch eine Sache, also ganz ehrlich, jagdlich gesehen, auch beim jagdlichen Sportschießen auf die Wildscheiben, spielt das jetzt nicht mehr die Rolle. Das ist jetzt eine Frage. Ob 1 oder 2 Zentimeter, wir gehen jetzt mal 2 in der Seite, 1 in der Höhe. Punkt. So, finale Einstellung, hoffentlich. Wir hatten gesagt, wir gehen in der Höhe 1 runter. Es war so die Überlegung, ob 1 oder 2. Wir sagen mal 1, deswegen auf T tief. Ein Klick. Und wir haben gesagt, wir gehen 2 Klick nach rechts. 2 nach rechts. So, das sollte jetzt mal die finale Einstellung sein. Das kontrollieren wir jetzt. Ein Klick nach rechts, 2 Klick nach rechts, hätte auch nur einer sein können. Wir gucken jetzt mal, wo wir bei 3 Schuss rauskommen.
Das ist immer jetzt so bei so knappen Ergebnissen immer sehr schwierig. Sehe ich jetzt beispielsweise nicht, aber es verschwimmt jetzt auch sehr stark das Zielbild, weil, weil der Lauf sich jetzt sehr stark erwärmt durch die hohen Schussfolgen und das ist sehr schwer zu erkennen. Wir machen jetzt noch einen dritten und dann sollte es gewesen sein. Machen wir noch einen vierten, ganz sicher zu gehen und gehen noch mal vorschauen. Aber wir schauen mal. So, dann werden wir das alles mal aus hier. Das waren jetzt die vier Schuss. Ich hatte gesagt, beim letzten, das war der hier, war ich mir nicht sicher, ob ich gut abgekommen bin. Aber wir sehen vier Schuss. Und wenn wir jetzt von den vier Schuss die Mitte annehmen würden, dann wäre das genau das Schwarze. Genau das hier wäre die Schussgruppenmitte. Man kann sich jetzt darüber streiten, geht man jetzt noch mal 1 Zentimeter nach links, lässt man es so. Das ist jetzt eigentlich, ich sag mal, etwas kleinkariert. Wenn man sich die jagdlichen Scheiben anschaut, und wir gucken jetzt mal den Fuchs oder den Rehbock, das ist, glaube ich, ungefähr vergleichbar, dann ist die 10 mindestens so groß. Das heißt, das wären alles 10er gewesen. Wenn ich sauber abgekommen wäre, wären das alles 10er. Das wäre noch nicht mal so, dass ich im Zweifel eine 9 geschossen hätte. Da bin ich ganz sauber drin. Das heißt, es reicht vollkommen durch die Streuung. Ich weiß, dass die Munition das besser kann. Waren das jetzt wahrscheinlich beim Einschießen auch ganz kleine individuelle Fehler? Das würde ich jetzt überhaupt nicht überbewerten. Wir wissen jetzt, das Zielfernrohr ist eingeschossen. Wir sind sauber im Bereich drin, dass wir im Wettkampf locker nur 10 schießen können und alles andere ist jetzt Feinjustiererei und mag auch von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Anderes Wetter, andere Temperaturen, ein bisschen Wind, ein bisschen anderer Luftdruck und schon kann das im Bereich von 0,5 bis 1 Zentimeter wandern. Von da aus für mich heute ausreichend und Zielfernrohrmontage erledigt.